Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das neue Büro für unsere Zentrale gekauft und in dieser Folge werden wir uns erstmal anschauen, was wir denn alles noch mit unserem Juwelier rein theoretisch machen können und werden dann schauen, weil dann ja das schöne Wochenende kommt, dass wir die Kollegen aus dem Büro in das neue umsiedeln und ready machen for the Big Game sozusagen. Ich bin auch beim Überlegen, ob wir nicht ein weiteres Büro eröffnen, vielleicht für Webmarketing in eigener Sache sozusagen, dass das uns selbst ein bisschen vermarktet auch. Das müssen wir uns aber noch anschauen. Ich würde jetzt erstmal hier kurz F1 drücken, glaube ich, was, genau. Und dann nochmal in den, wo ist er denn? Nicht Nachtclub, nicht Lagerhaus, nicht Supermarkt, nicht Wein- und Spirituosengeschäft. Wo ist er denn? Juwelier, hier ist er. So, was kann ich alles verkaufen? Also, grundsätzlich. Sanaman Smartwatch und Artie Fish Smartwatch. Ich verkaufe noch nicht mal alles. Und das sind die einzigen Sachen, die ich hier verkaufen kann, oder was? Scheint so. Also nicht wie bei den anderen Sachen, wo dann ein paar Sachen dabei stehen. Unternehmen dieser Art können verkaufen Anwaltshonorar auf Stundenbasis. Hier steht ja zum Beispiel dabei, du kannst das verkaufen und zusätzlich Apfel und Banane. Beim Supermarkt steht das ja auch dabei. Du kannst grundsätzlich hauptsächlich frisches Essen, gefrorenes Essen, Eiscreme und Getränkedosen verkaufen. Aber du kannst auch zusätzlich Apfel, Banane, Flasche Wein, Karotten, Croissant, Cupcakes, Donuts, Kopfsalat, Birne und Tomate verkaufen. Dafür brauche ich aber sehr, sehr großes Lager. Dafür brauche ich aber für die ganze Obst- und Gemüsebranche natürlich eine digitale Standwaage. Gut. Aber was mich auch interessiert, hier haben wir Grafikdesigner, Stundenpreis für Grafikdesigner. Wir brauchen Computerarbeitsplätze und wenn wir ein 50 Kopf großes Unternehmen gründen, was nur dafür zuständig ist, Grafik zu designen. Das könnte der Hammer werden. So eine richtig professionelle Grafikerfirma. Weißt du schon, wir können einen Floristen machen, wir können ein schnelles Restaurant machen, ein Café, aber so ein Grafikdesigner oder so ein eine Anwaltskanzlei. Das hört sich beides sehr, sehr lecker an. Oder eine Agentur für Webentwicklung. Auch nicht schlecht. Da sehe ich mich eher Webentwicklung. Das habe ich jetzt gerade auch ein bisschen im Thema. Hauptsitz. Da kommen Einkäufer, Logistikmanager, Personalleiter, Headhunter und Reinigung. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Reinigung eingestellt. Kann es sein? Weil das Büro, wenn wir es abgeben, schaut aus wie blöd. Wait, willst du mir gerade ernsthaft sagen, ich kann in einem Bekleidungsgeschäft teuren Schmuck verkaufen? Willst du mich verarschen? Ich hätte die ganze Zeit einen mega coolen kleinen Kleidungsladen reinbauen können und Schmuck mitverkaufen. Hätte wahrscheinlich mehr Umsatz gemacht. Aber ich hab... Was darf der Willi noch mitverkaufen? Er darf ja gar nichts mitverkaufen. Da war ja was. Er darf nur Smartwatches mitverkaufen. Weil es gibt doch den Elektronikladen, oder? Genau, hier. Er darf zusätzlich verkaufen Getränkedosen. Ich sehe ein Kind in einem Elektronikladen rumlaufen und auf einmal Flaschen auf Geräte schmeißen. Ja. Na gut, aber ich glaube hier grundsätzlich. Oh, a Margarita. Und Martini. Finde ich schon wieder toll. Spirituosenkette wäre geil. Drink and Kill wäre ein geiler Name dafür. Okay, zurück zum Ding. Wir zocken jetzt erstmal. Also literally in-game auch. Zeit überspringen. Bis 22 Uhr und dann schlafen wir, weil dann ist erst Freitag. Dann schlafen wir bis 10. Jetzt, das ist wieder ein bisschen gestiegen, das finde ich nicht schlecht. Ich müsste natürlich überlegen. Denkt ihr, ich kriege einen 100 Millionen Lohn von der Bank? Einmal so zur Bank gehen, nee, ich brauche 100 Millionen. Ich will das komplette Viertel aufkaufen, ich brauche 100 Millionen.
Hab einfach gerade Bock und bin genervt von der Konkurrenz. Ich will die Konkurrenz hier rauskaufen. Gib mir einfach 100 Millionen. Einmal eins. 0%. Alter, was? 0% Finanzierung oder was? Ich glaube, das gibt es gerade beim Mediamarkt. Kann das sein? Habe ich irgendwas gelesen? Muss ich nur mal nachgucken. So, jetzt bringen wir noch mal schnell die frischen Lebensmittel nach Hause. Nein, nicht in unseren Shop. Nein, brauchen wir gerade nicht. Wir bringen das Essen zurück. Wir werden erst heute Nacht loslegen. Von Freitag auf Samstagmorgen. 5 Uhr früh wird abgerissen. 5 Uhr früh kommt der Abrissdienst. Noch mehr Gehalt. Vorteil ist, je mehr wir natürlich jetzt hier verdienen, desto besser sind die nächsten Geschäfte, die wir machen können, weil ich will natürlich gerne Profit sehen. Ich wollte gerade sagen, es ist unser Wagen, aber ich glaube nicht. Geschlossen, öffnet, was? Wait, Arbeitszeiten? Heute ist Samstag, ihr habt doch heute nicht offen. Ach, 51 Stunden. Hab mir schon gedacht. Achso, warte, man muss sich abbauen. Packen. Oh, ich muss das alles erst packen. Packen, abstellen. Packen, abstellen. Die werden gar nicht mitkriegen, dass ihr Büro zerlegt ist. Okay, am Montag gibt es eh den Bürostandort nicht mehr. So, by the way. Ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen an der ganzen, an dem ganzen Ding hier. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, jopp, Firma umziehen von hier nach hier. Das machen wir jetzt. Zack, zack, fertig. Du darfst dich nicht packen, weil da hängt noch ein Stuhl dran. Pack den doch auch, Mensch. Ich glaube, ein paar Mitarbeiter werden sich beschweren. Aber bis jetzt konnten sie einfach ganz easy rüber zum Lager gehen, wenn was ist. Jetzt müssen sie halt 4 Straßen weit rennen. Aber sie sollen sich nicht beschweren. Ich zahle das. Ist mein Geld, was da drauf geht. Nicht ihrs. So. Schnell mal das Auto voll machen. Eine Wochenendaktion später und die Firma sitzt an einem neuen Platz. So will man das doch am Ende haben, ne? So, der Laden ist leer. Supreme, Supreme. Wie? Voll. Och, leck mich. Ich habe einen Mehrzweckstuhl zu wenig. Ja, okay, aber ich habe so viele Stühle. Also, ich glaube, das macht jetzt wenig Unterschied. Warte, nicht so schnell hier. Ich muss wenden mit 20 Zügen. Oh, LKW! Ich schleiche mir jetzt so ganz langsam auf die Kreuzung. Dann komme ich durch. Jawohl! Einfach durchschleichen. Was soll schon passieren? Nur, dass das Auto schon wieder fast Schrott ist? Ist ja nicht schlimm. Geh mir aus dem Weg! Nope.
Also teilweise kann ich ganz gut in diesem Spiel parken und teilweise verkacke ich es einfach. Was hupst du so? Gott, das Büro schaut noch aus. Aber das ändert sich jetzt ja dann. Ich nehme jetzt erstmal die... Nee, ich nehme die Schreibtische mit. Ich gebe jetzt ein bisschen Abstand, weil das sind jetzt sozusagen unsere treuesten Mitarbeiter. Die kommen jetzt hier hin. Wie gesagt, wir werden das Ganze nochmal umdesignen. Schaut jetzt einfach aus wie ein riesiger Meeting Room aktuell. So, ich hätte jetzt erst gerne die PCs. Dann kommen hier die Sasa-Computer drauf. So. Und dann gehen wir runter. Wieder zum Aufzug. Jetzt holen wir uns mal die preiswerte Kaffeemaschine, das moderne Regal Horizont und noch einen Mehrzweckstuhl. So, den Wasserkühler, den platzieren wir doch mal direkt neben den Eingang, wenn man so hochkommt durch den Aufzug und dann richtig durst hat. Dann gibt es erstmal eine schöne Ding. Dann platzieren wir hier das Regal, da kommt die Kaffeemaschine drauf, dann holen wir noch die Reststühle. So. Und platzieren die. So, rein theoretisch müssen wir jetzt nur noch den einen Stuhl holen und dann ist das Büro ready. Dann können wir richtig abgehen. Taxi, 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 mein Taxi. Bin zu voll, die zwei Ecken zu laufen. Ich zahle halt die 50 Euro hin und zurück, ist ja wurscht. Packen. Und Taxi. Muss eine große Kiste schleppen mit einem Stuhl drin. Ich brauche ein Taxi. Wie schnell finden wir ein Taxi auf dieser Straße? Da sind Taxis! Ha! Ha 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 ha! Nice. So, als erstes müssen wir jetzt natürlich hier auch wieder einen Raumgestalter anwenden. Grundsätzlich Wand wieder weiß. Gut. Dann der Boden. Der Boden wird ein schöner alter Antikboden fürs Erste. Anwenden hat es nur 11.000 gekostet. Wie viel Abstand ist dazwischen? 2. So, warte mal, ich hätte jetzt gerne, aber... Das ist so, dass wir das relativ gleichmäßig gestalten. Sehr mit dir, zack. Zentrale Einheit von früher kommt immer noch zur Seite. So, mal wie viel hier links, rechts, frei.
müsste das jetzt sozusagen mittig sein. Mitte. Gut. Cool. Dann ist das neue Büro jetzt ready vor Bezug. Dann müssen wir jetzt nur noch in Bismen. Die Zentrale verwalten. Kann ich nicht irgendwie einfach sagen, Zentrale umziehen und sagen, hier hingehen? Raxamuskorb. Ja, Raxamuskorb. Wo kann ich jetzt sagen, ich will zum Beispiel den Standort wechseln? Das muss doch auch gehen. Das kannst du mir ja nicht erzählen, dass ich nicht hier... Die sind alle mit LOL ausgetragen. Ja. Hoppala. Ja, dann kann ich gleich einfach die Firma schnell Raxamus Co. kaum schließen. Und den Vertrag beenden. Jawohl. Dann haben wir das leere Büro. Neues Unternehmen gründen. Ein Hauptsitz. Oh, nehmen wir gleich Raxamus Co. Unternehmen gründen. Das finde ich jetzt gar nicht schon schlecht. Logoänderung. Und dann hätte ich gerne meine Mitarbeiter, meine Employees. Die vier hier. Unternehmen festlesen. Raxamus kommt. Dann gehen wir jetzt bei hier unter Bismen, Logistik und der Zeitplan. Schau mal, die kriegen die Zenman-Computer hier unten. Das sind die Hauptmitarbeiter, die wir jemals hatten. Von daher, die dürfen aber bis 50 Stunden arbeiten, oder? Die wollen eine Kaffeemaschine, da will ein beliebiges Telefon. Muss Telefone kaufen. Vollzeit ist bis zu 50 Stunden in der Woche. Jetzt werde ich böse. Ich sag's euch, jetzt werde ich böse. 50 Stunden, 7 Tage. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. So, wir gehen jetzt hier auf Zeitplan. Wir reduzieren jetzt erstmal. Wie? Zentrale kann nicht geändert werden. Zentrale ist fix? Mies. Gut. Aber bedeutet, die Zentrale müsste ja wieder komplett laufen. Das muss ich jetzt noch kontrollieren. Logistikmanager. Nicht zugewiesen. Oh, no. Logistikmanager. Oh, jetzt muss ich das. Fresh. Süd wieder hinzufügen. Oh Gott. Ich habe mir das nicht gemerkt. Hier, Reschen, du bist der Normale. Du bist der Süd. Du bist der Neue. Ich mach jetzt einfach mal überall 1000 rein. Außer Tiefkühlkost und frische Lebensmittel sollten gleich mindestens 2 sein, die ich drin habe. Also die Grundsachen sollte ich bei 2000 halten. Den hätte ich brauchen bei 3000. Die Papiertüten gehen aus wie blöd. 1000 Cupcakes, 1000 Croissants und 1000 Donuts. Dann, oh, ich muss frische Lebensmittel kaufen. Holy shit, okay. Wir machen auch 2500 hiervon, 2500 da, machen wir 2000. 2000 hiervon, 2000 davon. 2500 Getränkedosen, nicht 25.000. 2000 Eiscreme und 3000 Papiertüten. Ich brauche, wie es ausschaut, Getränkedosen, Papiertüten, tiefgekühlte frische Lebensmittel. Da kommt unser Einkauf. Ich habe keinen Vertrag mehr. Das ist nervig, Spiel.
Wenn ich alles neu definieren muss, nur weil ich Standort gewechselt habe, ist das nervig. Boah, ein Taxi. Brauche ganz, ganz dringend ein Taxi. Das müssen wir jetzt hier noch fertig machen. Hat jemand ein Taxi gesehen? Da, schauen, da kommen sogar zwei jetzt gleichzeitig. Wahnsinn. Dass es auch mal stehen bleibt, wenn ich rufe. So, warte mal. Ich hatte jetzt mein Gespräch hier, ne? Öffnet in 41 Stunden. Nicht gut! Ich hätte Sonntagabend die Umstellung machen müssen. Oh Gott. Taxi, fahren wir nicht weg. Nein. Taxi. Das ist elendig. Ich sag's euch. Ich sag euch, Leute, wir gehen jetzt hier schlafen, stehen morgen auf. Ich werde die Sachen da erledigen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn alles so ist wie davor quasi. Ich glaube, dann sollten wir... fast 50.000 Umsatz. Schick. Und dann können wir uns neue Vertriebler einsetzen und dann sollten wir grundsätzlich einen großen Teil erledigt haben. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.